Mann, 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 was haben wir über dieses Bäumchen schon gesprochen? Abgemoost. Ich habe es umgetopft. Dann habe ich es gnadenlos zurückgeschnitten. Jetzt fange ich an, wieder was aufzubauen. Dann habe ich eine Expertise vom Werner von Every Cut Matters dazu bekommen. Die Bohrpfropfung ist gelaufen und wir wissen inzwischen auch, dass wir den Kanal Every Cut Matters diesem Bäumchen zu verdanken haben. Aber ganz ehrlich, wer redet denn eigentlich über das Unterteil von der Winterlinde? Seit 2,5 Jahren kein Mensch. Und jetzt erstmal hi und herzlich willkommen zu meinem Bonsai & Koi. Ja, und das letzte Video zur Winterlinde Unterteil, sozusagen der Mutter der Linde, ist Bonsai 2020-46. Und da merkt man am Datum schon, dass es eine Weile her ist. Und ganz ehrlich, so richtig viel habe ich seither an dem Baum auch nicht gemacht. Nee, ich habe das gemacht, was ich eigentlich bei der anderen Winterlinde hätte machen sollen. Ich habe sie nämlich einfach mal wachsen lassen. Und das soll sich heute aber ändern, denn aus meinem Mutterschiff ist ein, naja, Schönheit. Eine Schönheit wird der Baum nicht mehr, aber vielleicht eine Besonderheit. Ihr seht, ich habe hier diesen riesengroßen Abschnitt. Also irgendwo hier oben habe ich ja dann damals die Winterlinde an dem Baum, der damals noch so stand, abgemoost. Das hier war der Einstiegsast. Das ist inzwischen der Stamm. So ändern sich die Zeiten. Und apropos Zeit, es wird Zeit, dass ich das Teil hier aus dem Töpfchen raushole, dass ich es hier unten vom Moos befreie und dass wir uns mal ein Stück weit Gedanken machen, wie es mit diesem Bäumchen weitergeht. Und genau um das kümmern wir uns in diesem Video. Und der erste Punkt ist natürlich der: Moos befreien, Topf befreien. Und ich würde sagen, ich mache mal die Wurzeln frei und dann schauen wir mal drauf und überlegen uns, was wir mit diesem sehr eigenwilligen Gehölz so anstellen können. Ja, am Sonnenstand merkt ihr schon, dass das eine größere OP war. Und ihr habt es vielleicht beim Ausspülen gerade auch erkannt, ich habe unheimlich viele Wurzeln. Eigentlich viel zu viele Wurzeln, die mir auch nicht in den Kram passen. Aber lasst uns mal einfach einen gezielten Blick drauf werfen und mit der Schere zu Werke gehen. Ich habe Wurzeln wie hier, die ziemlich weit oben sind. Da ich aber den Stammansatz ein Stückchen höher setzen möchte, nehme ich hier jetzt mal raus, was ziemlich hoch sitzt. Ich habe Wurzeln wie diese hier,
die nach oben wächst, die mache ich weg. Das hier gilt für die genauso. Das hier sieht eh aus, wie wenn hier die Linde einen zweiten Trieb setzen wollte. An dieser, naja, nennen wir es mal die zwei Standbeine. Auch hier werde ich ein Stück weit wegnehmen. Vor allem die, die nach oben gehen. Ihr merkt, ich kann aus dem Vollen schöpfen und vor allem an diesen zwei Standbeinchen hier, die ich einfach charakteristisch finde, bin ich sehr froh drüber, dass mir die Linde frische Wurzeln gebracht hat. Hier habe ich so eine Wurzel, schaut mal hier, die geht nach hinten weg, an der ist aber auch nicht viel dran. Die schneide ich jetzt einfach schräg nach unten weg, da sollte sich eventuell was Neues bilden. Und hier oben schneide ich pauschal zurück, auch die hier wachsen nach oben, die beiden machen wir mal weg. Die können wir vielleicht noch nach unten ziehen und ihr merkt, ich sortiere so ein Stück weit aus, auch mit Blick auf eine mögliche Position in einem neuen Behältnis. Denn ich sehe die Linde eher in so einer schrägen, etwas schrägen Position, dass dieser Bereich hier weiter unten ist. Die Sonne, das Schattenspiel macht mir hier jetzt ein klein wenig das Leben schwer, aber das kriegt man schon hin zusammen. Und ich mit diesem längeren Teil hier ein ganz klein wenig schräg stehe. So, wie gesagt, Sorgen, dass die Linde hier nicht gut anwächst, mache ich mir überhaupt keine. Wir schauen auch noch mal nach unten. Auch da werde ich einfach pauschal ein Stück weit ausdünnen, denn die Linde hat wirklich massenhaft Wurzeln. Ich denke nicht, dass ich hier Probleme bekomme. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wohin soll es denn gehen mit der Linde rein, was die Unterkunft anbelangt? Und klar, meine erste Option, eindeutig, ein Thai-Pot. Da versinkt mir das Ding, da verschwindet mir der Baum. Also der Große ist schon mal raus aus der Geschichte. Der Kleine, ihr merkt, der bietet mir Schwierigkeiten. Und so mache ich jetzt was, was ich nicht so gerne tue. Aber eigentlich vom hier unten sind wir ja schon ein Stückchen weiter. Denn ich werde die Linde in eine Schale packen. Mir macht dieses, naja, oval ist sie nicht richtig, rechteckig ist sie auch nicht so richtig, aber sie gefällt mir ganz gut. Übrigens eine Schale von Philippe Torcati aus Frankreich. Ihr wisst, dass ich von dem gerne mal Schalen benutze. Und jetzt lasst uns so ein Stück weit über die Position reden. Vorderansicht, ihr schaut jetzt drauf auf die Vorderansicht. Ich sehe das Bäumchen so in diese Richtung, leicht hier rüber. Und ein Stück weit gedreht, damit ich mit diesem Ast hier in diese Richtung ein klein wenig arbeiten kann. Aber den Hauptbereich, weil er mir die Äste einfach vorgibt des Baums, schon in diesen Bereich reinziehen möchte. Ein Stück weit über die Schale. Deswegen versuche ich auch das Bäumchen so weit hier rüber wie möglich zu setzen. Und das soll dann mal das Quartier für die Linde werden. Naja, für die nächsten 2 Jahre, weil wenn ich mir das Wachstum jetzt der Wurzeln nach 3 Jahren anschaue, ich denke, alle 2-3 Jahre musst du bei dem Bäumchen an die Wurzeln ran. So, jetzt haben wir ziemlich lang ausgetopft. Ich würde sagen, das Eintopfen, das mache ich jetzt im Superschnelldurchlauf. Ich werde hier noch ein paar Wurzeln wegnehmen müssen, damit mir der Baum so reinpasst, wie ich mir das vorstelle. Und weil wir ja noch was anderes vorhaben in dem Video, machen wir das. Zack, zack.
So, machen wir mal aus. Ist zwar gerade spannend, aber noch spannender finde ich natürlich mein Unterteil der Winterlinde. Und schaut mal her, seit der Umtopfung, Moment, hier ist die Vorderseite, seit der Umtopfung sind jetzt 4, 4,5 Wochen vergangen und das Bäumchen, naja, wie ich sie kenne, die Linde, ist richtig gut ausgetrieben. Und was mir gut gefällt, zumindest bisher, sind die Blätter recht klein geblieben. Soll ja auch nicht so schlecht sein und ist natürlich ein netter Nebeneffekt. Vielleicht auch einfach, weil von hier unten nicht mehr ganz so viel kommt. Schauen wir mal. Ihr habt gesehen, wie ich sie eingetopft habe. Ihr habt auch gesehen, dass ich sie jetzt, wir haben Mitte Mai, gedrahtet habe. Wir haben ja noch ein, zwei Sachen vor in dem Video. Deswegen habe ich den Draht jetzt einfach mal flott angelegt. Nennen wir es mal so. Ja, ich drehe jetzt mal das Bäumchen so hin und her. Denn jetzt geht es darum, Struktur ein Stück weit reinzubringen. Naja, ihr wisst, dass Silhouette von mir zwischen ein Lieblingswort ist, aber an dem Baum, naja, ob ich da irgendeine Art von Silhouette hinkriege, keine Ahnung. Im Moment, ganz klar, gibt mir einen Zeiger, mein dominierender Ast, wenn ich von unten nach oben gehe, ist zunächst mal der hier. Und wenn das die Vorderseite ist, dann steht der gar nicht so schlecht, aber ich möchte ihn natürlich ein Stück weit nach unten bringen. Hier mache ich auch nicht mehr so viel. Ich versuche ihn hier jetzt ein Stückchen hochzuziehen und diesen Ast hier, seht ihr den? Klar seht ihr den, diesen Ast jetzt in diese Richtung zu bringen. Schaut, dann will ich mit diesem hier so dieses Loch hier, was hier gerade so zu entstehen die Gefahr besteht, dass es entsteht, ein klein wenig in diese Richtung kompensieren. Und im Moment steht uns natürlich der hier steht uns so richtig dick im Weg. Deswegen nehme ich den jetzt mal, da ist die Zange, mit der kann man das nämlich richtig schön zart machen lassen, damit auch alle Äste in die Richtung gedreht werden und in die ich sie gerne hätte und auch damit die Blätter wieder an ihrer normalen Position großteils stehen. So, dann haben wir die Region. Dann habe ich hier hinten noch diesen ganz langen, gerade Teil. Das ist für mich absolut mal einer, wo ich noch nicht weiß, was mit dem so passiert, aber auch den möchte ich definitiv nutzen, um ein Stück weit hin zum Stamm, nach unten und nach oben. Auch der kann mir hier diese, Achtung, Vorderansicht, diese Lücke eventuell mal schließen. Laubbäume wachsen ja nicht so nach unten, sondern die wachsen eher gerne nach oben. Mein schwierigster Ast, das ist ganz klar der hier. Ihr seht, ich habe hier diese sehr markante Stelle im Stammverlauf. Die will ich auch unbedingt behalten, weil entgegen jeder Regel, aber einfach Charakter der Linde. Und jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich mit dem hier? Und diesen hier, den nehme ich genauso wieder als Möglichkeit, nach hinten zu gehen. Es ist echt tierisch schwierig, euch hier, hier Äste zu stellen. Wenn ihr mehr oder weniger einen besseren Blick auf den Baum habt als ich. So, nach hinten ein Stück weit, da werden wir auch ganz sicher noch ein wenig spielen müssen. So, hier gehen wir, oh je, ich bin mal echt gespannt, was das hier wird. Lasst mich schauen, ja, das gefällt mir, hier ist die Vorderseite. Guck mal, der hier passt ja jetzt überhaupt gar nicht. Ja? Den haben wir gerade eben in der unteren Etage vergessen, weil der wächst ja voll in meinen Stammverlauf. Mal sehen, ob der überhaupt noch eine Rolle spielen wird. Der vordere, aber im Moment muss er eine Rolle spielen. Denn ihr seht, das ist ja so mein Einstiegsast. Der ist deutlich dicker, das heißt, hier brauche ich Wachstum, das heißt,
auch wenn mir diese Blätter und dieser Austrieb hier gerade gar nicht so gefällt, bleibt dieser Austrieb dran, denn ich möchte hier einen dickeren Ast haben. So, jetzt wird doch so ganz langsam ein Schuh draus. Ja, so langsam kommt die Frage auf, ob ich den hier hinten überhaupt brauche. Aber lass mal auch mal dran. Geschnitten ist, naja, blöder Satz, immer wieder gleich, aber halt einfach vollkommen richtig. Geschnitten ist schnell. Lass mich mal auf die Vorderseite schauen. Ja, gefällt mir schon ganz ansehnlich hier. Schaut mal. Hier habe ich eine nette Verzweigung, aber hier habe ich auch den dicksten Ast. Den will ich ja jetzt nicht zwingend noch dicker machen. Deswegen nehme ich hier jetzt mal einfach ein paar Triebe raus, denn ich habe überall an der Winterlinde, überall kleine Knospen. Und wenn man denen die Möglichkeit gibt, dadurch, dass sie auch Zufuhr bekommen, auszutreiben, dann machen die das auch. Aber dazu brauchen sie, Achtung, wichtiger Faktor, klar, sie brauchen Licht und sie brauchen ein Stück weit natürlich auch Nährstoffe. Ja? Gut, das Gleiche gilt jetzt natürlich hier oben. Hier wollen wir auch nochmal die Schere schnappen, die ich jetzt wieder irgendwo hingeschmissen habe. Da ist sie. So, ich muss auf die Vorderseite schauen. Okay, lasst uns hier noch versuchen, ein Stück nach hinten zu gehen. Hier gehen wir nach unten. Hier gehen wir dann aber wieder hoch. Auch hier gehen wir ein Stück weit hoch. Hier habe ich noch einen Ast, den habe ich noch nicht gedrahtet. Der hier gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ah ja, da habe ich auch was nicht gedrahtet. Und jetzt schaut mal hier hin. Brauche ich den gerade? Nee. Aber das wusste ich schon beim Drahten, denn ihr seht, ich habe den Draht gar nicht bis zum Ende angelegt. Hier vorne hat er eine Knospe, einwandfrei. Und wenn wir ohnehin, bevor ich sie wieder verlege, die Schere gerade an der Hand haben, nehmen wir ihn hier auch ein Stück zurück, den Baum. Einfach um für mehr Blätter und Ästchen hier zu sorgen. Auch hier habe ich nochmal so einen langen Kameraden. Sieht gut aus. Auch hier nehme ich ein Stück weg. Ach, und dann schnappen wir uns noch so ein paar große Blätter, die weggehen. Und jetzt müssen wir ja langsam schauen, dass wir hier nicht 3,5 Stunden lang den Baum hier noch stellen. So. Na, hier könnte ich noch ein Stück zurück. Und ihr merkt, ich habe hier dieses Loch. Und dieses Loch gefällt mir irgendwie so überhaupt gar nicht. Hier oben, habt ihr vorhin gesehen, habe ich schon ein Stück weggemacht, wo er noch höher ging, weil er ist mir ohnehin schon ziemlich hoch. Auch hier oben brauche ich nicht zwingend noch das ganz große Wachstum. Da soll sich der Baum jetzt erstmal auf diese Region hier konzentrieren. Möglichkeiten habe ich natürlich. Ich kann hier eventuell mit einem Ästchen das kompensieren. Die Linde ist sehr, sehr biegsam, aber nicht unendlich. Schaut mal hin, jetzt kann ich hier vielleicht was aufbauen und vielleicht kommt dann doch noch dieser hier so ein Stück weit ins Spiel. Aber lasst uns mal über den da oben reden. Denn im Moment sieht natürlich auch das Loch riesengroß aus, weil ich hier einen Ast habe, den ich ein Stück weit, und der ist mir jetzt so ein ganz klein wenig, ist mir das eingerissen hier an der Stelle. Aber habe ich jetzt keinen Schmerz damit. Da kommt jetzt Wundverschluss drauf, dann mache ich Protektorband drauf. Denn an dieser Linde ist schon so manches Ästchen so leicht eingeripst, aber sie verfügt eigentlich über eine sehr gute Heilkraft. So, ich glaube, den Draht ab hier, den brauchen wir nicht mehr, denn wir brauchen ja auch diesen Ast nicht mehr. Na, sauber schneiden ist schon wichtig. Weg damit. Und jetzt
schaut mal hin, vielleicht seht ihr so ein, erkennt ihr so ein Stück weit, wohin die Reise gehen soll. Schwerpunkt ganz klar auf diese Seite, aber ich werde versuchen, hier auch rüber zu arbeiten. Ihr wisst, Äste stellen ist immer eine Geschichte, die dauert über ein paar Tage, manchmal auch über ein paar Wochen. Ich muss sehr darauf achten, dass mir der Draht nicht einwächst. Die Linde kann richtig kräftig powern. Vielleicht kommt auch noch der ein oder andere Draht dran, aber im Moment ganz klarer Fall. Schwerpunkt hier, viel zu lang, kommt aber weg, sobald ich hier mehr Dicke habe. Auch hier müssen wir noch mal gucken, ob alle Äste hier dran bleiben. Im Moment lasse ich es mal, um mir Optionen zu behalten. Und jetzt haben wir die ganze Zeit eigentlich viel zu lange über die Stellerei hier gesprochen und umgetopft haben wir ja auch schon. Denn eigentlich habe ich ja unten die Arbeit erledigt, oben die Arbeit erledigt und jetzt will ich ja hier noch ran. Und dieses Teil hier, das soll ja schon so ein Stück weit ein Hingucker werden. Ihr seht, hier habe ich schon gewisses morsches Holz. Und das möchte ich natürlich nicht, dass es sich fortsetzt. Und deswegen werde ich hier ein Stück weit rangehen müssen. Und das mache ich aber nicht mit der Fräse, denn, naja, wunderschöner Maitag, aber halt leider auch ein Sonntag. Deswegen werde ich mich unter anderem mit so einem Stechbeitel versuchen. Ich habe mir meine Dingerchen hier zum Schaben oder zum Rindeziehen oder auch zum Totholz machen bereitgelegt. Ich habe auch noch etwas, mit dem ich mehr Druck ausüben kann mit diesem Gerät hier. Naja, mit diesem Gerät, mit diesem Werkzeug hier, mit diesem Yin-Werkzeug. Und das mache ich aber jetzt wirklich in Ruhe. Ich möchte hier schauen, so wenig wie möglich und so viel wie nötig wegzunehmen. Kommt sicherlich auch ein Stück weit die Zange zum Einsatz. Und ihr schaut mir jetzt einfach ein Stück weit über die Schultern. Und ich hoffe, ich kann hier eine natürliche Stelle kreieren, die dann auch ja irgendwie schon so ein Stück weit zu der Schale passt. Naja, bin gespannt. Ton an.
eins fehlt noch. Frisch freigelegtes Holz. Und das will natürlich geschützt sein. Also so richtig, wie soll ich es nennen, lebendig ist dieses Kernholz, das ich hier gefunden habe. Zumindest vermittelt es mir nicht den Eindruck. Aber ich möchte es natürlich jetzt zukünftig schützen. Und am besten schütze ich sowas hier bei einem Baum, der natürlich wirken soll. Natürlich nicht mit jedem Mittel, sondern mit einer gehörigen Portion Aceton. Und Aceton hat eine Nebenwirkung, das riecht. Manche sagen gut, manche sagen es stinkt. Ich finde es bis zu einem gewissen Maß ganz in Ordnung, aber soll ja nicht unser Thema sein. Schaut mal rein in meine neue Höhle, in den ausgearbeiteten ehemaligen Stamm. Und soll ich euch was sagen? Mir gefällt's brutal gut. Ich kann es anders nicht sagen. Ich finde, das hat dem Baum noch mal so einen Kick gegeben. Naja, ihr habt gesehen, es kam keiner, um sich zu beschweren. Ich muss auch sagen, ohne den Fräser hätte ich das nicht geschafft, weil das Holz sehr morsch, porös war und ich nicht wirklich rangekommen bin. Und, habt ihr vielleicht gemerkt, ich habe einen neuen kleinen Kindergartenfräser, aber mit Strom. Und ehrlich, das sind Welten zu dem Akkuteil, auch was die Lautstärke anbelangt. Und ich war jetzt bei den ganzen Arbeiten, die ihr gesehen habt im Zusammenschnitt, nur auf Powerstufe 2 von 5. Also da wäre auch noch was gegangen. Ja, was geht mit der Winterlinde? Ganz ehrlich, in diesem Video nichts mehr. Wir haben umgetopft, wir haben gestellt. Wir haben, wie ich finde, ein tolles Totholz kreiert, das jetzt auch, und das fällt mir jetzt gerade, wo ich reinschaue, auf, so mit diesen dunkelbrauneren Stellen wunderbar hier die Schale aufnimmt. Also eine Zufallsbekanntschaft, die auf Dauer ausgelegt ist, hier bei My Bonsai & Koi. Und ich fand es einfach extrem geil mit diesem Baum, der nie schön wird, aber immer was Besonderes bleiben wird, hier für euch, mit euch zu arbeiten. Mega geil, mega toll. Holzhärter kommt die nächsten Tage noch 2-3 Mal drauf, um auf Nummer sicher zu gehen. Gedüngt wird jetzt dann natürlich auch noch. Hier oben passe ich auf, dass der Draht nicht einwächst. Und da oben, naja, da spielen wir in den nächsten Wochen, Monaten, eventuell sogar Jahren noch ein bisschen rum. Aber nee, ich bin jetzt so zufrieden und ich muss weg von diesem Aceton, sonst haut es mich um. Und bevor das passiert, sage ich danke, dass ihr auch dieses Mal dabei wart. Ich hoffe, es hat euch ein klein wenig gefallen. Wenn ja, ihr wisst, lasst mir gerne einen Daumen da und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei My Bonsai & Koi. Naja, nicht bei vergessenen Unterteilen, aber mit Sicherheit bei irgendeinem anderen Projekt. Bis dahin, ciao, ciao und genießt. Es wird besser, das Wetter. Es wird besser. Genießt es. Und ich genieße das hier. Und das macht mich echt brutalst happy.